Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Tag der Arbeit überbringe ich euch die herzlichen Grüße der städtischen Gremien. Ich grüße euch im Namen des Stadtverordnetenvorstehers der Stadt Wetzlar, Udo Volk. Ich grüße euch im Namen für den Magistrat des Kollegen Norbert Kortlüge. Und ich habe auch die Aufgabe und mache das sehr gerne, die Grüße der Landtagsabgeordneten Mürvet Öztürk zu überbringen. Es freut mich, dass seit Jahren nun wieder Maikundgebungen in Wetzlar ausgerichtet werden und dass wir uns hier Jahr für Jahr auf dem Eisenmarkt versammeln. Das ist richtig und das ist wichtig und ich wünsche mir, dass diese Tradition auch in Zukunft ihre Fortsetzung findet. Wetzlar ist Domstadt, Wetzlar ist Goethestadt, aber Kolleginnen und Kollegen, Wetzlar ist auch die Stadt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 29.000 Menschen gehen hier ihren sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen nach. Und Wetzlar ist auch die Stadt eines August Bebel, der letztendlich hier seine politische Prägung erfahren hat. Und nicht zuletzt deswegen steht es uns gut zu Gesicht und muss eine Selbstverständlichkeit sein, dass wir in dieser Stadt auch die Fragen der sozialen Gerechtigkeit, die Probleme der abhängig beschäftigten Menschen, die Sorge und Nöten derer, die arbeitssuchend sind, ebenso in den Fokus nehmen wie diejenigen, deren Bedürfnisse letztendlich nicht befriedigt werden können, weil sie in Armut leben. Nicht nur am 1. Mai, aber gerade am 1. Mai, am Tag der Arbeit. Die Zukunft der Arbeit gestalten wir. Das ist das Motto der diesjährigen Maikundgebung. Dazu will ich im Rahmen meines Großwortes 5 Gedanken einbringen. Erstens Industrie 4.0. Nach der Dampfmaschine, dem Fließband und dem Computer führt die Digitalisierung zur 4. Revolution in der Produktion. Industrie 4.0 wird das Wirtschaftsleben, wird unsere Gesellschaft verändern. Und es ist die Frage, wie sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für diese Herausforderungen gerüstet? Wie verändert sich das Arbeitsleben? Wie verändert sich unser gesellschaftliches Leben? Wie steht es um die Frage, haben wir in Zukunft noch feste Arbeitsplätze im Betrieb? Arbeiten, wo wir immer gerade sind? Wie verändern sich Arbeitszeiten? Und was tun wir gegen die Erwartung der permanenten Verfügbarkeit? Wie muss sich die Mitbestimmung verändern, damit wir im Sinne des selbstbewussten Mottos dieses Tages, dieses Maifeiertages sagen können, wir gestalten die Arbeit? Ganz sicher muss stärker in Bildung und in Weiterbildung investiert werden, um den Zugang zu guten Arbeitsplätzen zu schaffen und um gute Arbeitsplätze zu erhalten. Regionen und so gerade auch Mittelhessen brauchen landespolitische Impulse für ihre Weiterentwicklung. Es kann und darf kein Ungleichgewicht zwischen Metropolregionen in diesem Land geben und dem sogenannten ländlichen Raum. Es muss für einheitliche Lebensverhältnisse in Hessen gesorgt werden. Und Kommunen müssen imstande sein, die Rahmenbedingungen zu gewährleisten, damit Beruf und Familie vereinbar sind und damit sie ihre Infrastruktur erhalten und weiterentwickeln können. Ein Gedanke noch zur Integration. Die Welt ist aus den Fugen geraten. Krieg, Gewalt, Krankheiten, Hunger und Not sind letztendlich das, was wir tagtäglich auch den Nachrichten, den Medien entnehmen können. Und hier bedarf es unserer Solidarität. Es bedarf der Globalisierung der Solidarität. Und wir leben in einer älter werdenden Gesellschaft und verspüren trotz aller Veränderungen der Arbeitswelt einen Mangel an Fachkräften. Unsere Unternehmen treiben Handel und Wandel mit allen Teilen dieser Erde. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen, die zu uns kommen, die Schutz und Aufnahme suchen, eine Willkommenskultur erhalten, eine Willkommenskultur erfahren und dass wir ihnen auch die Chance geben, an unserem Leben teilzuhaben und letztendlich in unsere Prozesse auch am Arbeitsplatz Eingang finden können. Und um all das gewährleisten zu können, benötigen wir auch eine kommunale Finanzausstattung, die den Städten, die den Gemeinden, die den Landkreisen dies ermöglicht. Schon heute weisen die kommunalen Spitzenverbände darauf hin, dass das Geld, das uns aus Wiesbaden zur Verfügung gestellt werden soll, bei Weitem nicht ausreicht, um diese Aufgaben zu erledigen.
Und wenn es keine ordentliche Finanzausstattung für die Kommunen gibt, dann sind wir schlussendlich gefordert, die Infrastruktur zu vernachlässigen. Dann sind wir gefordert, Abgaben zu erhöhen. Das kann nicht im Sinne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sein. Das kann nicht im Sinne der Unternehmen sein. Und das kann letztendlich auch nicht im Sinne eines Standortes wie Wetzlar sein. Und daher, liebe Kolleginnen und Kollegen, muss von dem Tag der Arbeit auch eine klare Botschaft nach Wiesbaden an die hessische Landesregierung ausgehen, dass diese Landesregierung auch die Kommunen nicht im Regen stehen lassen darf und dass wir die Finanzausstattung benötigen, damit wir die Aufgaben, die uns übertragen worden sind, auch angemessen, auch ordentlich, auch sachgerecht erfüllen können. Und wenn wir über die Gestaltung der Arbeit reden, dann denke ich, ist es auch nochmal wichtig zu sagen, es ist richtig, dass wir in Deutschland jetzt den gesetzlichen Mindestlohn haben. Es ist sicherlich so, dass viele sagen, es hätte mehr sein müssen und mehr sein können. Es hätte sicherlich so sein können, dass weitere Bereiche mit einbezogen worden wären. Aber ich denke, das muss man attestieren, es ist eine Entscheidung einer Koalition. Das ist das, was momentan machbar war. Und ich denke, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, den man weiterentwickeln kann. Und vor dem Hintergrund habe ich überhaupt kein Verständnis dafür, dass die Union, die auch dieser Bundesregierung angehört, jetzt da sich auf den Weg gemacht hat, den Mindestlohn, der in der Koalitionsvereinbarung festgeschrieben ist, zu diskreditieren, von Bürokratiemonster, von Generalverdacht spricht. Ich denke, darüber wird ganz deutlich eine Haltung, die diese Kolleginnen und Kollegen zu den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern haben. Und wenn wir über die Gestaltung von Arbeit und Arbeitsbedingungen reden, dann ist sicherlich auch nochmal die Frage des Zugangs zum Arbeitsmarkt anzusprechen für all diejenigen, die unter einer Behinderung leiden, die als Flüchtlinge in unser Land gekommen sind. Denn wenn es eine Aufwärtsentwicklung am Arbeitsmarkt gab, ist festzustellen, gerade in unserer Region, dass diese Gruppen an dieser Entwicklung nicht teilgenommen haben. Und ich denke, dies ist wichtig, auch hier Teilhabe zu sichern und letztendlich auch dieses Feld, diese Menschen mitzunehmen, wenn es darum geht, das, was wir Fachkräftemangel nennen, auch ein Stück weit zu beseitigen. Von daher, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist meine Aufzählung, das sind meine 5 Gedanken zu dem Motto des heutigen Tages. Ich weiß, das ist nicht vollständig. Von daher, ich wünsche euch, dass ihr weiter über diese Themen und über andere Facetten unter dem Aspekt, die Zukunft der Arbeit gestalten, wir diskutiert. Ich glaube, der Hauptreferent wird hierfür noch wichtige Impulse setzen, die dann später auch im Klostergarten im Miteinander ausgetauscht werden können. Von daher wünsche ich euch einen schönen 1. Mai. Alles Gute.